Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück. So, ich habe mir jetzt gerade überlegt, vielleicht können wir einfach tauschen und mal versuchen, ja, ich möchte gerne wechseln, und mal versuchen, mit Auren den Boss zu machen. Das war da lang. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, aber wenn wir uns hier mal das Inventar angucken, das ist voll mit Heilung und allem Zeug. Also von dem her wäre es, glaube ich, ganz gut, da einfach mal zu schauen und ja, zu gucken, ob wir da was ausrichten können. Ich gehe mal nicht davon aus, weil das ja eigentlich schon eine Sache von Bioa ist. Ich gehe mal davon aus, die wird gar nicht auftauchen, wenn wir da jetzt runterlaufen. Wir hatten auch keinen Checkpoint. Ja, also genau. Also es hat mit ihr so gar nichts zu sagen. Okay. Allerdings hatte Bior doch den Dings weggemacht, oder? Den Hebel geöffnet. Da. Waren wir da schon an der Truhe? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Wir gucken einfach mal. Da war der Hebel ja nicht drinne. Ah doch, guck, die ist leer. Das war Bio seine Kiste, nicht ihre. Genau, den Hebel hat er eingesetzt und benutzt. Und dann hat das Ding da hinten geöffnet. Und hier hat sich da jetzt was getan. Okay, also hier kommen wir immer noch nicht weiter. Ich gehe davon aus, dass sich das vielleicht öffnet, wenn Björn die Walküre erledigt hat. Okay, das heißt, wir gehen wieder zurück und tauschen. Ja, und ja, laden das Gebiet hier einfach nochmal neu und gucken, dass wir noch ein paar Gruppen eventuell wegmachen und dann einfach ja, ein bisschen Heilung farmen können. Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Denn kaufen können wir eigentlich nichts mehr. So, hallo, ich habe nachgeguckt, da geht nichts. Dann gehe ich jetzt mit ihm mal hier raus. Und dann gleich wieder rein, laden wir einfach nochmal neu. Und dann haben wir ja erstmal genug Gegner. Ich hoffe, dass die mehr EPs bringen, weil das jetzt schon einige hochstufige Gegner sind. Ich hoffe, dass die Gruppen dann einfach ein bisschen mehr ja, an EPs und auch an überhaupt an Gesundheit, also an Heilung und so droppen. Ich speichere noch mal. Also das mit dem Neuladen hat ja schon mal funktioniert. Jetzt komme ich an diesen blöden Heiler nicht dran, um den. Ach. Nein! Ich will eigentlich zu dem da. So, und jetzt habe ich hier das. Boah, das gibt's doch nicht. Warum? So, und jetzt dieses blöde Ding hier. Oh. Die haben wir mal. Hier machen wir jetzt mal gleich unseren Spezialding. Dann haben wir auch Level Up und dadurch ja auch wieder volles Leben. Das finde ich echt klasse. Und ein Kraut, ja. Ein Schädel. Naja, aber auch das Zeug nehmen wir natürlich mit. Das. Ah, guck mal, das kann man nämlich eintauschen.
dann kann man vielleicht, ich weiß nicht, ob wir beim Goblin alles gekauft hatten, was der so hatte. Haben wir alles gekauft? Ich glaube ja, ne? Weiß ich gar nicht. Oder ein Teil ist über irgendwie sowas. So, die müssten jetzt auch wieder auftauchen. Ach, das ist ja wieder das blöde Ding. Oh. Ey. So. Die haben wir auch. Die könnten ruhig mal mehr Heilung droppen. Also ein bisschen was hätte ich gerne noch. Bevor wir dann nochmal den Boss versuchen. Da waren keine Monster. Monster sind das ja im Prinzip gar nicht wirklich. Gegner. Ach. So, das haben wir schon mal. Das ging recht schnell. So. Okay, keine Explosion. Ja, bis jetzt haben wir nur ein Kraut extra. Ja, das bringt uns ja nun nicht weit, ne? Ja, dann heißt es speichern. Speichern und dann noch auf diesen einen Flur da. Und also zu. Da einen Flur haben wir noch. Also den da. Hier unten. Also brauchen ja nicht so viel an Heilung. Ein kleines bisschen mehr würde uns reichen. Weil wir waren ja schon ziemlich weit, ne? Also fast bis... haben die ja schon fast platt gehabt. Diesem Schwert, ne? Wenn man das benutzt, kriegt man so viel Schaden, finde ich. So. Okay. Nein. Und ja, ein Kraut. Juhu. Ich denke mal, noch so 1, 2 Kräuterchen sollten hoffentlich reichen. Wir haben jetzt 5. Da explodiert was. Ah, das ist ja Bruchstücke nochmal große. Kleine. Und Knochen, also so nichts, was man so wirklich brauchen könnte. Nein, die bringt mir doch gar nichts. Ah, Stufe 42. Ja, das ist doch schon mal gut. Ja, jetzt aber hier. Nur Knochen. Ach, Manu. Ich mach mal eben die Bruchstücke auf. Okay. Wo kommen wir jetzt hier hin? Ist das nicht da, wo man springen muss? Ja. Okay.
Dann gehen wir wieder zurück. Ja. Ich würde sagen, dann versuchen wir die einfach nochmal, oder? Wir gehen jetzt da in den, na, in das Gefängnis und gucken mal, ob wir da noch was kaufen können. Da haben wir dann ja auch noch zwei Gruppen, die noch zu machen sind. Und dann sollte das am Ende kein Problem sein, die platt zu kriegen, hoffe ich zumindest. Also, das war ja sowas von knapp. Und dem sollte das theoretisch kein Problem sein. So, hier war das dann lang. Aber da sind wir doch auch lang gegangen, gerade eben, oder nicht? Hilfe, ich habe die Orientierung verloren. Okay, jetzt sind wir richtig. Wenn die mir hier nicht so viel Schaden reindrücken würden, ne, dann wäre das echt super. Was geht eigentlich? Was geht jetzt eigentlich? Also da bin ich doch ganz zufrieden mit. So, hattest du jetzt noch was? Nee, du hattest nichts mehr. Okay, das ist unschön. Aber wir haben auf jeden Fall zwei Grau mehr wie vorher. Ist nicht die Welt, ne? Es ist wirklich nicht die Welt, aber ich würde es so gerne nochmal probieren. Hatten wir jetzt hier einen Checkpoint? Nee, ne? Das ist, wenn wir sterben, dann gehen wir ganz zurück. Okay. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, ob der Checkpoint jetzt hier irgendwann kommt. Ob überhaupt nochmal wieder einer angelegt wird. Anscheinend nicht. So. Skegul. Verdammte Dämonen, du wirst bezahlen für das, was du meinen Brüdern angetan hast. Närrischer Wikinger, schon bald wirst du ihnen in Helheim Gesellschaft leisten. Sei still, ich bringe dir den Tod. Es ist total schnell, dieser Text. So. Jetzt habe ich natürlich meine Rune und so vorher nicht ausgerüstet, aber okay. Die hole ich dann einfach später. Ach, Mann. Okay, also. Diesmal müssen wir sie schaffen. Also wir haben jetzt Level mehr. Wir haben ein bisschen Heilung mehr. Und wir sind mit ein bisschen mehr Leben in den Kampf direkt reingegangen. Also wir hatten ja sonst schon vorher Heilung benutzt. Was diesmal ja nicht der Fall war. Das heißt, wir haben schon ein bisschen mehr zur Verfügung. Ich würde auch jetzt gleich mal eben heilen, falls sie mich dann doch mit irgendeinem stärkeren Zauber trifft. Ich dann gleich umfalle. Ah, aber diesmal... Ah, genau den habe ich gemeint. Diesmal komme ich tatsächlich ab und an dazu, sie zweimal zu hauen, ne? Aber jetzt gerade hat die ja dann ihren Anfall. Okay, ich
heile noch mal ein bisschen. Ja, das war natürlich nicht so toll. Oh oh. Oh oh. Ah. Okay, da soll ich gleich noch mal ein hinterher. Und noch mal ein. Ah. Okay, warte, stopp. Ich muss die... Ah, jetzt wehrt die sich so. Die wehrt total ab. Das ist ja ätzend. Oh, jetzt muss ich weg. Jetzt muss ich gucken, dass ich wegkomme. Doch erwischt. Nein. Dass man dann auch nicht ausweichen kann, stellenweise, finde ich ein bisschen gemein. Oh. Egal. Leute, egal. Ich weiß, das ist Verschwendung, das so früh zu nehmen, aber... Oh. Ah. Ich versuche das jetzt auf eine... Oh. Den habe ich kommen sehen. Haha. Ha, den nicht. Ja, ja, wuhu. Geschafft, geschafft, geschafft. Ah. Nimm dies. Ah, guckt mal an. Also so ist das also. Aha, genau. So, und jetzt ist nämlich genau das passiert, was ich gesagt hatte. Bior ist weg. Und wir haben nur noch Auren. Wir haben allerdings mit ihr so mega viel Heilung, dass ich auf das Nord eigentlich verzichten wollen würde. Wenn es denn funktioniert. Ja, wir gehen mal gucken, ob wir den Boss machen können. Wir schauen mal. War das hier lang? Nee, das war geradeaus durch, ne? Obwohl das, glaube ich, denke ich, egal war, oder? Hier ist das Gefängnis. Kann ich jetzt bei dem noch irgendwas kaufen? Hallo, guten Tag. Nee, du bist ja ganz leer. ich gehe dann mal wieder. Gut. Nee, also hier war es dann auf jeden Fall falsch. Dann gucken wir nochmal, da wo wir springen müssen. So. Eine Gruppe kommt? Nee. Hm. Okay. So, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Ich würde die mal ausrüsten. Das haben wir alles ausgerüstet. Davon benutze ich eins. Und dann gehen wir mal gucken. Da ist ein Boss, eine Glocke. Okay, ich würde sagen, ich beende an dieser Stelle den Part und wir sehen uns im nächsten. Und dann schauen wir mal, ob wir den Boss hinbekommen. Also, bis denn. Ciao, ciao.